Und die andere Tür geht sowieso nicht, von daher, ja. Value. Thank you, good sir. Sieht aber aus wie ein Schlüssel hier, die Magnum Rounds, ne? Gut, wenn man es weiß, dann sieht man es, aber sieht aus wie ein Schlüssel. Deswegen war ich ein bisschen irritiert zuerst. Gut, da haben wir alles mitgenommen. In dem Raum angeblich noch nicht. Guck mal, erstaunen. Hoppla. Da habe ich hier einen Fehler gemacht. Kleinen Moment. So. Guck mal an. Ich habe jetzt nämlich gerade gesehen, dass hier in diesem Spencer Room noch nicht alles abgesucht wurde. Und zwar haben wir hier tatsächlich noch Shotgun Shells. Was mir natürlich wunderbar gefällt. Und wir sind übrigens genau am richtigen Ort natürlich angelangt. Wir sind hier kurz vor dem Weg zur zweiten Mansion. Nämlich, ja, genau hier. Und da haben wir anscheinend auch noch nicht alle Items mitgenommen. Das heißt, dann nochmal eine zweite Chance, hier durchzuschauen. Achso, das war ja das hier. Wobei wir ja das zweite jetzt haben. Es kann ja gut sein, dass wir das da irgendwie einfügen können, aber... Oh, und dann an der Tür unten. Aber wir müssen anscheinend hier nochmal zurück. Also nein, der Main Hall, die Tür da unten zum Basement oder so. Aber ja, erstmal müssen wir hier lang. Ich habe Battery, Self-Defense Gun und... Was war's noch? Irgendwas habe ich noch mitgenommen. Crank, genau. This is Brad. If you can hear me, just give me a sign. Anything. Jill to Brad, can you hear me? Shit. Anscheinend schon. Broken. Okay. Also Brad ist wohl auch irgendwie... Ah ja, stimmt, der war ja im Helikopter. Genau. Okay. Hier war der Fahrstuhl. Ich frage jetzt, ob die Snakes übrigens jetzt noch auf dem Weg sind. Ja, natürlich suboptimal. Wahrscheinlich wird man da trotzdem noch vergiftet, weil das letzte Mal nicht der Fall war. So, ich weiß, wir müssen hier, genau, einmal die Crank einsetzen. Square-shaped hole. Rein damit. Crank it up. The sound of the waterfall seems to have stopped. Gut, ja. Nee, das war falsch. Weil wir einmal noch durch müssen, weil wir da eben noch die... Dachte ich mir aber schon. Weil wir da eben noch die Battery einsetzen. Dafür müssen wir hier einmal durch. Ja, ich weiß. Bei dem Wasserfall müssen wir einmal dann eben aufhalten, aber vorher, wie angesprochen, müssen wir eben durch und die Battery noch einsetzen und das war ein bisschen weiter. Wir haben auch keine Hunde oder so, mit denen wir uns rumplagen müssen, die haben wir das letzte Mal zum Glück schon ausgeschaltet. Poison? Natürlich. Goddammit! Jetzt wollen sie es aber wissen, ne? Jetzt wollen sie es wissen. Ah gut, ich habe dann direkt einen Blue Herb Pot hier links. Ja. Yep. Thank you. Und sind noch, ja, Green Fine. Sehr schön. Genau, hier wäre eben dieser Wasserfall, den wir damit dann gleich ausschalten können. Jawohl. Rein da mit der Battery. Sweet. Schauen wir mal, wo er uns hinführt. Eventuell direkt ganz nah an den Ort, an dem wir gerade waren. Wäre natürlich ideal. Clean.
Genau, einmal hier durch. Na. Ah, natürlich, macht Sinn, weil dann können wir den Fahrstuhl wieder benutzen, um da hinzukommen. Logisch. Macht alles Sinn. Macht alles Sinn. Vielleicht können wir sogar die Crank jetzt loswerden. Wir müssen nicht nochmal an den Snakes vorbei. Das ist ebenfalls natürlich ein Bonus. Auch nicht auch interessant allerdings, wenn man diese Floodgates aufmacht, dafür gibt es eine Animation für Schließen allerdings wiederum nicht. Sweet. Crank bleibt nach wie vor im Inventory allerdings. So, damit kommen wir jetzt mit dem Fahrstuhl wieder einen Stockwerk tiefer. Und dann können wir mal schauen, was sich hinter dem Wasserfall befindet. Ist ja fast eine Trap hier. Vertrauen wir dem Ganzen mal. Blue Herb. Typewriter und Item Box. Ah. Ingrebons. Sehr gut. Legen wir die Crank mal ab. Legen wir die auch mal ab und ich nehme mal die Schotte wieder mit. Der hat sich ja als relativ nützlich erwiesen bisher. Wenn ich es mal finden würde, heißt es. Da ist er. Sehr gut. Können wir auch direkt mal loaden. Ja, auch direkt mal, dass wir das auch safe haben. Da wir ja gerade schon hier sind, können wir auch direkt mal die Herbs mitnehmen. Dann sehen wir ja auch, ob das alles ist, was wir hier mitnehmen können oder ob es noch ein bisschen mehr gibt. Mit ein bisschen mehr würde ich mich auch zufrieden geben. Anscheinend haben wir auch noch ein bisschen mehr. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, was hier ist. Dazu kommen wir aber allerdings gleich. Dann erstmal will ich hier safen. So. Sieht doch schon mal perfekt aus. Sieht doch schon mal perfekt aus. Söchen. Rein damit in die Itembox. Ups. So. Inventory ist in Ordnung. Hexagonal Hole. Ah. Für die Crankarino wahrscheinlich. Achso, ja. Like a square, ja. Square crank. Ah. Gotcha. Gotcha. Ups. Das heißt, das war schon mal nicht. Jetzt haben wir hier noch eine Tür. Die wir noch frequentieren können. Hopefully. Seems Flare. Immer kurz mal darauf achten, ob wir irgendwas hören. Dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Gehen wir in die Dead Ends erst. Yep. Large boulder blocks the way. There are bloodstains underneath the boulder. Yep.
Indiana Jones. Allerdings. Indiana Jones. In Spaceball. Wisst ihr Bescheid. Der Witz schreibt sich selber. Okay. Redo Urbo. The elevator's power source. There's a round lid. We could take the shaft. Yes, all day, every day. Some sort of key to start the power supply. Symbols are carved in its side. That's a good shaft. Ah. I'm a kid. Oh yeah, it's a good shaft. Oh hell yeah. You... Nee. Nee. Schreibt sich alles von selber. Huge gaping hole. And the shaft. Hell yeah. Resident Evil Triple X. Coming to a porn site near you. War das alles hier? Nee. Wir haben noch ein bisschen was anscheinend. Oh ja. Oh ja. The magazines, though. Ups. Mal schauen. Wir haben sogar noch ein bisschen mehr hier. Relativ linear bisher auch. Aber wir wissen, dass wir nach einem Hexagonal, nach einer Hexagonal Crank auf jeden Fall suchen. So viel ist schon mal gewiss. Ah. Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No. But why? I'm single. The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! Delayed reactions on this end, no? Traitor? Who? I'm through fucking with you. Don't bring your ass round no more. MC Ren. Danke für die Crank. Mm-hmm. Yeah. Wait, he's holding holding something. Den Chef vielleicht. Whoever did this was a professional. Yeah. Yeah. Hm? Aber das sieht eigentlich nach was aus, was man verschieben kann, ne? Resident Evil 3. Newspaper Agency. Original Resident Evil 3. Ich meine, im Buch, was ich mir jetzt immer noch Leuten sagen kann, wenn ihr Resident Evil... Wenn ihr nicht genug Resident Evil Content bekommt, die Bücher von S.D. Perry gibt's auf Amazon, sind auch sogar ins Deutsche übersetzt. Ich habe in dem Fall die Originalfassung mir geholt, die Bücher zu Resident... Oh! Hallo der Herr! Sind extrem gut. War das der Professional? Können Hunter mittlerweile Waffen bedienen? Anscheinend nicht, aber wir haben die Füße gesehen, beziehungsweise die Schuhe gesehen. Die können nur zu einem passen. Oder? Auf jeden Fall im Buch von S.D. Perry, holt euch die auf jeden Fall. Sind richtig gute Bücher zu Resident Evil. Gibt eins zu Resident Evil 1, 2, 3, zum ersten Film, zu Zero und Caliban Cove, was ja so ein bisschen die Ereignisse aus Resident Evil 1 und 2 zusammenführt, was eben so dazwischen passiert ist. Und ich habe mittlerweile das Buch zu 1 gelesen, Caliban Cove 3. Und bin jetzt gerade bei Resident Evil 2. Und gerade die Szene hier, die wir jetzt gerade gesehen haben, ist richtig gut geschrieben. Also generell, die ganzen Bücher sind perfekt, wirklich. Erklärt auch übrigens wunderbar, wie Nikolai in Resident Evil 3 immer an den Orten ist, oder vor einem an den Orten ist, an die man dann eben letzten Endes ankommt. Das ist sehr gut beschrieben.
Hank wird auch noch erwähnt übrigens im Zusammenhang mit Nikolai. Und generell auch Sachen, die man halt im Game nicht sieht, werden dann so ein bisschen aufgedröselt noch. Ich weiß nicht, ob die Canon sind. Da hat sich Capcom, glaube ich, nicht zu geäußert. Kann man aber ganz gut davon ausgehen eigentlich, dass das Ganze Canon ist, so wie sie es schreibt. Aber, ja, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. S.D. Perry, Resident Evil 3, generell Resident Evil Bücher. Mit dem dritten habe ich angefangen, weil es eben mein Lieblingsteil natürlich ist. Beginnt mit Carlos tatsächlich. Und dem Anruf, den er eben bekommt. Für diesen Einsatz in Raccoon City. Lecco mio! No, don't slice me. Come on! What? Oh, nee, keine Ammo mehr. Suboptimal! Jesus Christ, das war eine extrem lange... Ich hab Ammo, what? Jill! 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 Jill, please. Gut, dass wir gesaved haben, allerdings. Dann sehen wir uns da gleich wieder, dann haue ich dem Mantor ordentlich eins in die Poperze. Wenn ein Gegner, in dem Fall eine Hunter, spezifische Probleme macht, kriegt er eine spezifische Lösung. Komm her. Kant! Again! Alright. Machst du das oder wollen wir nochmal? Falls ja, the boomstick is waiting, bitch. Okay. Okay. Hab komplett die Acid Rounds vergessen. Famous first words. Und der Boulder irgendwie, der macht mir nach wie vor irgendwie Sorgen, aber okay, wir meinen ja offensichtlich safe. Famous last words übrigens, ja. Und da wir hier eine Itembox und einen Typewriter haben, darf hier kein Hunter spawnen. Thank you, Game. Nur noch mal sicher gehen, man weiß ja nie. Das Game ändert, glaube ich, gerne oft mal die Regeln. So, den Shaft, den behalte ich dicht an meinem Herzen. Und hier hauen wir mal die Crank rein. It's a hexagonal. It's a hexagon crank. Oops. It's a hexagon crank. Use it. What the fuck? Oh. Benutze es in der Luft, ja. Use it. Thank you. Haben wir nicht jetzt Boulder Dash? Ja. Nee, noch nicht. Okay, warte mal woanders. Hier haben wir eine Green Herbio. Wir gehen auf Nummer sicher. Bringen das alles schon mal in die Truhe. Man weiß ja nie, wie viel Space man letzten Endes noch braucht. Die Crank brauchen wir 100 pro nochmal. Wir können auch mal wieder ein bisschen kombinieren übrigens, sehe ich gerade. Weil wir haben doch wieder ein bisschen... Ups, mein Gott. Ein bisschen was an Herbs unter anderem. Gut angesammelt. Die kann man schon mal gut zusammen mixen. Bleiben wir beim simplen Deutsch. Yes. Aber auch gerade mal, wie ihr gesehen habt, aufs hohe Kaliber geschaltet, sprich Grenade Launcher und Shotgun. Für die etwas härteren Tage, die anscheinend auch gerade uns bevorstehen. Ich meine, es gab hier übrigens auch nochmal eine Cutscene mit Barry. Irgendwo hier, in den Katakomben. Irgendwo hier war ein extrem ekelhafter Boulder. Wird wahrscheinlich hier sein, ne? Was haben wir denn hier? Ah. Kann man nicht bedienen, leider. Ah. Huge Boulder blocks the way. Oh, shit! Jesus! Okay. Chill out.
Deswegen ist Resident Evil. Deswegen ist Jill in Resident Evil 3 auch so abgehärtet und so ein Badass. Okay. Sag's dir. Ich hab's noch mal erwähnt. Es kommt irgendwie, es ist so ein ganz ekelhafter Boulder. Jupp. Allerdings. Habe ich hier? Nee. Wusste ich's doch. 100 Pro haben wir jetzt nämlich hier hinten. Nee. Hier hinten, wo der Boulder herkam. Noch ein paar Items. Goodies. Jupp. Jupp. Daddy likes it. Daddy Golo. Yes. Ist direkt im Raum, der hier verbunden ist. Von daher bin ich dem Ganzen auch sehr verbunden. Und wir hauen das Ganze mal in die Box mit rein. Selten so viel Fortschritt gemacht in Resident Evil. Also eins wohlgemerkt. Ich hoffe mal, wir brauchen hier nicht noch irgendein anderes Item. Wenn nicht, ist es allerdings auch nicht allzu wild, da wir sowieso die Box hier in der unmittelbaren Umgebung haben. Von daher geht das schon klar. Also sollten wir noch irgendwas brauchen. Ich hätte erst eine Spinne, oder? Ich habe irgendwie gerade sowas ganz, ganz dezent. Ja. 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 I don't want it. Shit, the fuck on. No. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Wo bin ich? Da. Gut. Okay. Ich weiß, im Resident Evil 1 kann man, glaube ich, ganz... Also im Original kann man ganz einfach an ihr vorbei. Ich bin nicht gepoisoned, das ist schon mal gut. Erstmal wieder klarkommen. Dreckspinner. Wir sind direkt in Yellow Caution allerdings.